Komponisten und Poeten widmeten dem Frühling berühmte Werke. Als gefühlvoll und sanft wird er beschrieben. Frohsinn und Aufbruchstimmung liegen in dieser Zeit sprichwörtlich in der Luft. Historisch betrachtet ist das sehr verständlich, denn für Mensch und Tier waren die vorangegangenen Wintermonate eine Frage der Existenz und des Überlebens. An vielen Orten zeugen rituelle Traditionen und die Volkskunst von der Vertreibung des Winters und erzählen von der Vorfreude auf ein fruchtbringendes Jahr. In höheren Regionen sorgt die Schneeschmelze für ein langsames Erwachen der Natur. Aufgrund der unterschiedlichen Höhenlagen können Naturliebhaber das Frühjahr von Februar bis Mai in all seiner Vielfalt erleben.